Herzlich willkommen zur Let's Surprise. Heute mal wieder mit einem Yu-Gi-Oh! Duell. Heute mal jemand anderes, der darf sich mal ganz kurz vorstellen. Hi, ich bin ein Abonnent von DTM and F1. Ja, ich bin Daniel. Daniel, gut. Schöner Name. Schöner Name. Wir haben auch schon ein bisschen geschwätzt. Ich weiß ungefähr, was er benutzt. Aber er weiß nicht, was ich benutzen werde. Sonst wäre es ja langweilig. So, ich nehme das Ganze im Vollbild jetzt aber auf. Ach Göttchen, das fängt ja schon mal richtig scheiße an. Oh Gott, Vollbild, das ist mich ja schon gar nicht gewöhnt. Ach, fangen wir mal hiermit an. Du kannst auch reden, ne? Ist logisch, ne? Ja, weiß ich. Ich bin nur gerade ein bisschen am Überlegen wegen meiner Hand. Bis am Überlegen. Ich auch. Das ist der Sarkophag, mit dem Yugi hier Aten besiegt hat, oder? Ist das nicht Genau, der? das ist der, nur der hat ja einen komplett anderen Effekt als im Anime. Was nehme ich denn? Och Gott, ich habe dieses Deck schon lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, das merkt man gerade. Naja, egal. Was nehme ich denn? Ach, nehme ich das. Dann aktivieren wir das. Das ist ein Kriegerdeck. Das sieht stark nach einem Kriegerdeck aus. Okay. Du bist dran. So, mal gucken, was du da So. spielst. Für gute Karten. Da bin ich jetzt auch gerade mal selber Wir gespannt, wie spielen genau ich ein das jetzt mache. Match-Duell hier. So habe ich es, glaube ich, auch eingegeben. So, ich bin gespannt, was du da spielst. Ein Monster im Verteidigungsmodus und eine Karte verdeckt. Zwei Karten verdeckt. Okay. Dann kommt Ach, erstmal mal. Sündenbocke. Was hast du denn jetzt erwartet? Zwangsevakuierungsgerät oder irgend so ein Spaß? Ah, wie denn Coco das Style oder was? Nee, aber ich bin das ziemlich gewohnt, weil die Leute, gegen die ich so auch spiele, haben meistens die Karte im Deck. Und ich hasse die Karte. Okay. Und warum hast du die Karte so sehr? Ja, weil es einfach nervig ist, dann beschwörst du ein Monster, hast bei Monster dafür geopfert und dann hast du wieder nichts am Feld. Machen wir es mal so. Oh, okay. Magischer Zylinder. Habe ich auch Sieht man schon über. nicht. Sieht man Nee. nicht mehr so oft, ne? Nee, überhaupt nicht. Ich bin andere Karten gewohnt. Spiegelkraft. Zum Beispiel. Oder Dimensionsgefängnis. Oder was gibt es da noch? Reißender Tribut. Das sind doch die klassischen Fallenkarten. Aber die magischen Zylinder sehe ich so gut wie gar nicht mehr. Was ist denn los hier? Komm aus der Defense raus. Versteckt er sich da hinten oder was? Wollen wir mal die hier was machen, ey? Das ist mir ja. Der soll mal aus seinem Versteck da rauskommen. Was hat der denn da überhaupt versteckt, was du da so schön bewachen musst? Ach, der Bannkreis! Ah. Ein Grabwächter-Deck. Brauchst du Opfer? Nicht so eigentlich gerade im Moment. Aber mit Grabwächtern bin ich ja nicht so ganz vertraut. Naja, egal. Was soll's? Es sind die einzigen drei Grabwächterkarten im Deck. Na toll! Du spielst so ein Mischmasch-Deck, kann das sein? Eigentlich ist es an Yugis Deck angelehnt mit ein paar Modifikationen, habe ich doch gesagt. Wo So. ist denn der schwarze Magier? Wo ist Obelisk der Peiniger? Wo ist Schleifer der Himmelsdrache? Ra, Ja, die hallo? fehlen noch. Hallo? Ja, Ra ist verboten. Jetzt kommt die vierte Verdeckte. Weißt du, was mir auf den Sack geht? Was denn? Dein Bannkreis. Weißt du, warum der mir auf den Sack geht? Weil der mir Weil du richtig jetzt. auf den. Weil Ja, mir. weil du jetzt mystischen Raum dazu spielst. Ich hab's mir fast gedacht. Okay. So, drei Monster hier. Das ist erstmal weg. Es sei denn, jetzt kommt ein Handeffekt, was weiß ich. Flinke Nee, nee. Vogelscheuche. Alter, was kann denn da liegen? Ach, schon wieder so was. Ah, ich muss auf meine Lebenspunkte jetzt schon aufpassen hier. Ach, darf mir der Dick angucken? Ach, wie praktisch. Was ist denn da alles drin? Wiederbelebungsschleim?
Schicksalsheld Defender, was macht der denn da drin? Brauchst du die Verteidigung? Siegel des Urikalkus! Jetzt weiß ich, wo du, jetzt weiß ich, wo du keine Synchro-Monster und so drin hast, ey. Okay. Ich komme auch ohne. Für alle Leute, die Daniels Deck nachkopieren möchten. Mystischer Raum davon, zweimal Kampfausbilder, Entkräftigungsschild, Valkyrie des Magiers, Riesenschild Ganda, was ist denn das? Alter, ey! Dann schaust du dir mal die zwei, ich weiß nicht, ob du die siehst, die zwei zentralen Monster aus meinem Deck an. Bestie von Gilfa, Slifer und Obelisk, die sind aber sehr weit unten. Ja, das ist das Problem. Ja, jetzt wird's eh durchgemischt. Interesting, interesting. Jetzt habe ich noch, jetzt weiß ich ungefähr, worauf ich mich Okay, jetzt weiß ich ja ungefähr, worauf ich mich einlassen kann hier. Also wirklich, also eine Spiegelkraft, hab ich eine Spiegelkraft gesehen? Hast du die auf der Hand oder was? Nee, eigentlich nicht. Und hast du sie nicht im Deck oder ich war blind? Doch, ich hab sie im Deck. Ich glaube sogar zweimal, ich bin mir nicht sicher. So, machen wir dann fett ihm. Das wird ein langes Match hier, aber da ich ja noch 400 GB frei habe. Ja, das reicht doch. Es gefällt mich das nicht. Wobei ich im Moment ziemlich blöde Handkarten habe. Na, jetzt bekommst du wieder Schaden. Noch habe ich 2900. Aber ich hab dein Deck jetzt gesehen. Das ist eigentlich ein riesen Vorteil. Nur ich habe leider keinen Stift genommen. Das ist so ein problematisches Thema. Ich könnte eigentlich theoretisch jetzt die Aufnahme abbrechen, mir das eine Video angucken und schön nachgucken. Aber da ich ja nicht so fies bin. Ich habe jetzt nur das Problem. Ich kann ja mal sagen, ich habe Valkyrien auf der Hand und kann ihn nicht rufen. Dann muss ich mal. Aber Defender ist sehr praktisch, dass ich den umgedreht habe. So. Pass mal auf. Ach. Doch scheiße. Ich weiß. Ich ziehe gern noch eine Karte. Hab ich kein Problem mit. Falls dich's mal interessiert, schau mal auf meinen Deckstapel. Ja, viel zu groß. Das fällt mir sofort auf. Das waren. Ich hab's schon gesehen, wo ich dein Deck anschauen durfte. Karte 48. Selbst da sind bei mir schon die Alarmglocken hochgegangen. Ich ziehe gern noch einen, habe ich kein Problem mit. Du weißt, dass du irgendwann mal eine abschmeißen musst, ne? Ja. Ach, das ist jetzt suboptimal. Ich hab aber auch ein Glück bei sowas. Das ist jetzt gerade wirklich suboptimal. Ja, bei sowas habe ich grundsätzlich immer Glück. Hast du auch bei Dengoku gesehen, was für ein Glück ich da hatte? Wo der mal sein. Ja, schau mal, was du kannst, kann ich auch. Und? Hätte ich eh nicht gebraucht. Nee, ich hab's gewusst. Dass da sowas liegt. Nee, dass du reißender Tribut da hast, weil du hast vorhin schon so wegen reißender Tribut geredet. Alter, das gibt es doch echt nicht hier, ey. Mein eigentliches Deck ist ja so aufgebaut, was ich mir jetzt demnächst machen will, das geht nur mehr auf Verteidigung. Also das pusht dann die Verteidigung von zum Beispiel als Defender hoch und dann, ja, komm dran vorbei. Man muss halt unbedingt durch Lebenspunkte Dinge gewinnen. Ja. Aber Defender 2700. Ach, okay. Das Problem ist, ich ziehe nicht die Karte, die ich gebrauchen kann. Das ist es gerade. Ich habe zwar 6 Handkarten, ich habe voll den Karten fort, aber ich ziehe nicht das, was ich brauche. Ich habe nur noch 22. Ja gut, auf Deckzerstörung wirst du ja nicht hier drauf anlegen lassen. Die Zeit ist schon lange vorbei. Bist du noch da? Ja, ich habe nur gerade überlegt. Ja, endlich. Ja, komm, gib mir die Karte. Alter, ey. Bitte sei leise, erwacht. Oh Gott. Level 7er Monster. Habe ich gehört?
Ja, kann sein. Okay. Das sind 4, 8. Okay, 1, 2, 3. Was hast du wieder da als verdecktes Monster liegen? Das ist auch wieder so eine scheiß Frage, ey. Greif's an und du findest es heraus. Man-Eater-Bug oder so wahrscheinlich, denkt er sich jetzt. Ach. Einmal bitte in den Angriffsmodus wechseln. Mit solchen Mitteln fängt er jetzt an, okay? Mit solchen Mitteln. Ja, irgendwie muss ich dich ja down kriegen, ey. Bestimmt noch so ein scheiß Defender. Oh Gott, ab mit dir in den Angriffsmodus. Hoch mit dir heißt das aber auch. Dann setze ich noch eine Karte verdeckt. Und beende meinen Zug. Oh Gott, was lege ich ab? So, mal gucken, was jetzt kommt. Lass mich rein, diese verdeckte Karte kann alles sein. Warum benutzt du gerade das Deck? Weil ich es mal ausprobieren will, weil ich das umgestellte Deck jetzt da eigentlich gerade zum ersten Mal spiele. Okay. Hast du eigentlich schon mal was vom Spiel Game Death Daikon gehört? Nein. Das ist cool. Das ist so ein Spiel, da geht es darum, dass du deine eigenen Spiele entwickeln musst und dich damit hochverdienen kannst. Und da gibt es dann halt zum Beispiel solche Sachen wie den GameCube, die PlayStation 2 und so. Also richtig geil. Ja. Ja. Genau. Jetzt tritt der hier richtig auf, oder? Ja. Itchy. Oh Gott. So, eigentlich rette dich nur noch eins. Campus Blender. Ja, den habe ich leider nicht gezogen. So, welches denn dieser netten Monster soll ich vernichten für die erste Runde? Such dir eins aus. Ist mir eigentlich egal. Okay, ich dachte, das ist der schwarze Rosendrach erledigen. So, das war 1-0. Ich habe kein Side-Deck. Du? So, das hast du ja auch mein Deck mal gesehen. Ich habe auch jetzt wirklich Scheißkarten gezogen, wenn ich ehrlich bin. Benutze das Side-Decking meistens, um nochmal ein paar Karten im Deck zu verziehen, um die Chance zu erhöhen, dass ich was Besseres ziehe. Mal schauen. Also mein Deck hat, glaube ich, genau 40 Karten. Ja. Ja. Das ist auch gerade gezählt. 35 bis 45. Boah. Ich bin gespannt, was du da hast. Okay. Und ja, warum wolltest du eigentlich ein Duell gegen mich beschreiten? Können wir auch mal kurz noch beantworten. Ja, oder hatten wir das schon? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Eigentlich aus Fun, und weil du schon anbietest, mal gegen dich ein Duell, kann man das ja auch mal ausnutzen, ein bisschen zu labern und so. Ach, da ist die Karte, die ich raustun wollte. Kennst du wahrscheinlich, oder? Sagt mir jetzt gar nichts. Oh, okay. Auf die Schnelle. Okay. Du bist noch so ein bisschen der alte Yu-Gi-Oh! Styler. Ja. Und nicht so der neuere. Nee, nach TX war es bei mir eigentlich vorbei. Da war ich ein bisschen enttäuscht von der
von den Herstellern, sage ich jetzt mal. Darf ich dir sagen, was ich spiele? Was denn? Was kann das? Das kann irgendwas. Gar nichts, ich passe. Okay. Aber dass du Bandkreis oder sowas. Bist du auch noch so einer, so alte, alte Fallen sind immer noch die besten? Ich glaube, die älteste Karte, die ich in meinem Deck habe, war das Opfer. Das alte Bekannte Lust. Aufgegeben. Für die Leute, die das Opfer jetzt nicht sagen. Heißt ja in Wirklichkeit aufgegeben. Weil du oft... Aufgegeben, ja. Weil du gerne Duelle aufgegeben hast, oder? Und jetzt wirst du mich gleich hassen. Naja, kommt drauf an, ne? Kommt ganz auf die Sichtweise an. Jetzt hast du da sicher was liegen. Nee, gar nicht. Ach okay, der kann wieder zurückkommen, interessant. Nö, ein anderer kommt dafür ins, vom Deck zurück. Ach so, ist das gleich wie Pettenklau der Dunkelheit oder was? Wenn du den zerstörst, kannst du ja auch wieder den gleichen zurückkommen. Ja, nee, er muss nicht zerstört werden, er muss nur vom Spielfeld entfernt werden. Aha, okay. Das kann aber auch ziemlich fies sein. Aber ist ja peiniger. Hallo, alter Kollege, wie geht's? er fordert 3 Tribute. Normal beschwören können keine Effekte. Kann ich als Ziel, okay? Oh, jetzt kommt's, oder was? Warte, der Schritt kann nicht als Ziel, oder? Ja, dann habe ich's richtig gelesen. Das finde ich jetzt suboptimal. Um das schöne Wort nochmal aufzugreifen. Ach. Alles hier perfekt vorbereitet, oder? Also, du hast wahrscheinlich eh irgend so ein Hack und siehst meine Karten die ganze Nein, Zeit. Nein, sehe ich nicht. Das will ich ja gar nicht aufnehmen, ey. So ein zweiter Bildschirm nehmen. Nee, hab ich nicht. Nee. Ich hab gerade Obelisk gezogen, jetzt schnell eine Karte rausziehen. Alter, dann hätte ich ja dafür gesorgt, dass du ihn ja nicht rufen kannst, oder? Das wäre das. Um die Illusion perfekt zu machen. Ich hab's gewusst. Warum? Nein! Genau deswegen! Nein! Genau deswegen. So, pass auf. Ich halte dich nur hin, ne? Fällt dir das eigentlich auf? Ja, irgendwas hast du vor. Weißt du noch nicht was, aber irgendwas hast du vor. Kommt gleich wieder bodenlose Fallgrube. Ja. Der Typ hat Kartenglück, das geht gar nicht. Die Karte hatte ich schon, glaube ich, am Anfang des Duells. Okay. Wenn du über Karten glückt hat, gibt es nicht. Das gibt's auch nicht. Ich lege immer nur eine verdeckte. Wie Siegfried von Schröder, weißt du noch? Er macht erstmal so einen großen Aufwand, dann spielt er eine Karte verdeckt. So. Der Typ hat so ein Kartenglück. Wenn ich wirklich Kartenglück hätte, ja? Du weißt ja, was du ungefähr gezogen hast. Du kannst ja ungefähr anhand meines Videos sehen, was ich gezogen habe. Ich habe mir von dem Video eben Replay einfach erstellen. So, schauen wir mal, was er jetzt liegen hat. Ich sag Spiegelkraft. Was sagst du? Spiegelkraft. Ja, weiß ich doch. Das wundert mich jetzt gerade nicht mal. Das wundert dich gerade nicht mal. Nee. Gut. Dann bin ich ja beruhigt.
Du hast keine Handkarte mehr, okay? Mich hätte jetzt auch. Ja, von der Tomate besiegt. Mit zwei Augen. Ja, noch dazu. Und einer langen Zunge. Dafür sind die Zähne erschreckend. Aber du hast doch bestimmt jetzt was gezogen, wollte ich gerade sagen, ey. Bah. Den kennst du von dem Let's Play, kann das sein? Ja. Was kann ich denn da rufen? Hättest du in dem Deck einen zweiten Wiederbelebungsschleim? Was ist das? Was ist das? XYZ. Aha. XC Monster. Warum? Noch nie gehört, dass mich raten, oder? Nee. Nee, du kannst sie rufen, wenn, wenn zwei Monster die gleiche Stufe haben. Zum Beispiel Rang. Das hat auch jetzt nicht mehr Stufe, das hat jetzt einen Rang. Rang 4. Was bringt mir das? Gar nichts. Alle Karten, die jetzt den Titel Stufen haben, ach, hat keinen Sinn. Jetzt zieh ich Valkyrion, weißt? Komm. Ja, das verliere ich jetzt. Komm, drauf an, was du da noch verdeckt liegen hast. Doppelzauber und magische Störung. Nein, oder? Ja. Und magische Störung. Oh! Okay. Ah, gut. Ja, die kann nicht viel. Nee. Du machst da nur Minus mit. Naja. So. Das. Ah, da kommt jetzt noch ein drittes Duell oder kommt jetzt noch ein drittes Nee. Da sind wir wieder. Ja. Der Daniel ist immer noch bei mir in der Leitung. Hallo. Hallo, genau. Ich habe jetzt mal ein anderes Stick. Ach nein. Ah, kann ich das Deck nehmen? Ja. Okay. Ich wollte Eshkai nehmen. Ich wollte Eshkai nehmen. Danke. So, ich habe ich mein anderes Deck genommen. Oh mein Gottes Willen, ey. Der ist halt der. Du wirst mich, glaube ich, gleich hassen. Das ist ein Match. Ach, der fängt schon wieder. Wer hat dir gerade was vom Kartenglück erzählt? Ach, du darfst dich entscheiden, nimmst du entweder Teil des Todes oder Siegel von Eurekalkus. Ne, ja, das andere behalte ich mir noch auf. Das muss für den Anfang reichen. Oh, ein schwerer Sturm, Weltklasse! Nee, oder? Ich glaube, dann wird der durchdrehen da hinten. Habe ich recht? Weiß ich nicht. Aber was bringt dir das Siegel? Du kannst keine Spezialbeschwörungen machen, oder? Ja, das ist aber nur von deinem Extra-Deck. Also, du bist schon ein kleiner Fiesling da, Staubtornado. Ist das dasselbe Deck, was du vorhin benutzt hast? Mhm. Okay, dann weiß ich ungefähr, welche Fallenkarten mich da erwarten. Ach, fuck. Jetzt habe ich einen Mogo gemacht. Nee, habe ich nicht. Oh. Wieso ist das Siegel jetzt verschwunden? Pass auf. Ach so, Teil der Toten. Ja, und? So. Weißt du, was ich jetzt aktiviere? Das hier. Das kenne ich ja schon. Aber schau mal, das aktiviere ich. Nice. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Du hast ein Monarchendeck. Gut erkannt. Jetzt weiß ich ungefähr, was du gleich im nächsten Zug ziehen wirst. Monarch müsste dir ja eigentlich was sagen.
Das sagt mir was, ja. Ein Freund von mir hat das und da habe ich immer dagegen verkackt. Okay, mit dem habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Mit was? Mit einem Monarchendeck. Okay, mit was hast du denn gerechnet? Ein Schwarzflügeldeck. Ja, ich kann es nicht benutzen. Ja. Das macht es jetzt ein bisschen schwer. Darf ich dir was sagen? Was? Die dann? Karte wirst du gleich nochmal ziehen. Oh mein Gott. Das legt er mich schon wieder. Zerlege dich, ja, so ungefähr. 2008 reicht nicht ganz. 200 Lebenspunkte, wenn ich mich jetzt verrechnet habe. Ich zerleg dich schon wieder in Einzelteile. Ja, 200. Also alle, die dieses Video sehen, ja, ich bin immer für eine Herausforderung offen, ja. Er kann es betonen hier. So, aber es ist ja die gleiche Karte noch einmal. Ja, ich kann eh nichts mehr machen. Was ist das überhaupt für eine Karte, die ich die ganze Zeit zurücklege? Das ist magische Formel. Das bringt mir nur was, wenn ich einen schwarzen Magier habe. Amahat, ey, Amahat, ey. Oder da kriegst du auf die Krise bei, oder? Ein bisschen. Also mit dem Monarchendeck habe ich jetzt echt nicht gerechnet. So, 1 zu 0. Oh. Du siehst sogar mal, siehst sogar in meiner Aufnahme mein komplettes Deck, ne? Wegen der Side-Deck siehst du das ja komplett. Ihr Zuschauer auch, ihr müsst nur Pause klicken. Ach du Scheiße, ne? Der erzählt mir was vom Kartenglück, ey. Jetzt kommt ja die Monsterarmee oder was? Schauen wir mal. Ich gerade drauf bin. Was hat der vor, ne? So, wann habe ich denn die drin? Die Frage ist, was ziehe ich jetzt als nächstes? Kommen dir meine Spielzüge irgendwie bekannt vor? Oder? Ich glaube, ich weiß eh schon, was du da liegen was hast. Was denn? Reißender Tribut oder bodenlose Fallgrube? Ja. Diese Valkyre? Meinst du, die hält mich auf? Mhm. Weiß man nicht. Ach, okay, interessant. Wieso interessant? Weil wir das taten, welche Karten ich auf der Hand habe. Die Karte zerstörst du gerne, ne? Ich weiß auch nicht warum, ey. Ach. Hätte die Valkyrie zurücklegen können, aber irgendwie. Die Dame möchte ich lieber vernichten. Ich bin so ein Spiel, der dreht immer einen Zug auf. Das hätte eigentlich schon längst auffallen müssen. Oder? Ja, aber ich weiß jetzt gerade nicht. Bin gerade ziemlich in die Verteidigung gedrängt, so gesehen. Habe ich ein Schwein, oder? Bestimmt ist es auch noch ein Defender, würde mich nicht wundern. Blank. Oder ein Riesenshit-Garten, eins von beiden. Tut's auch. Ja. Ne? Hat auch so viele Verteidigungspunkte, ey. Das Deck ist nur defensiv ausgelegt. Hör mal.
bin gespannt, was du noch auf der Hand hast. Ach, der Typ schon wieder. Okay. Es bieten sich ganz andere Möglichkeiten bei mir auf. Alter, das gibt's nicht. Was? Diese Scheißkarte. Diese Scheiß. Damit hat er schlimme Erfahrungen gemacht. Ja. Wie ich auch noch im letzten Duell sage, ich hasse die Karte. Ich eigentlich auch. Nur keiner weiß warum. Liegt wahrscheinlich an dem Effekt, auch der, wenn er auch nur so kurz ist. Ich gebe mir so ein scheiß Verteidigungsvieh, ey. Mein Gott, das will nicht. Ich sehe aber auch nur Schrott, ey. Ich war schon zwei. Nein! Was? Ich wusste. Es kommt Defender! Nee. Wiederbelebungsschleim. Okay. Du zahlst echt die 1000 Punkte. Oder ist das ein Muss-Effekt? Nee, kannst. Nee, kann ich. So, was machst du jetzt? Du wirst die 1000 Punkte nicht ohne Grund geopfert haben. Bestimmt zum Opfern. Was anderes kann ich mal. Wie klar das war. Ich kann da auch noch nicht richtig viel ausbringen, weil ich unabsichtlich Karte verschmissen habe. Fuck. Alter, das kann nicht wahr sein, ey. Kann nicht wahr sein. Diese beschissene Karte, ich hasse die so sehr. Hast gedacht, jetzt hast du mal was auf dem Feld, oder? Der ruiniert's dir gleich, oder? Ja. Ich hasse die Karte. Ich hab gedacht, da kommt jetzt eine magische Formel oder so, dann wärst du doch übler gewesen. Ich hab ja überlegt, erstmal auf den Wiederbeschleim zu gehen, ja? Aber ich dachte, du zahlst die 1000 Punkte nicht ohne Grund. Oder ich bin einfach nur dumm und opfer keine Lebenspunkte. Ja, eben. Das ist natürlich die andere Möglichkeit. Okay. Okay. Du weißt, glaube ich, wie oft ich Defender im Deck habe, oder? Ja, dreimal. Ich habe ja dein Deck ja gesehen vorhin. Das ist halt, das ist ein Vorteil halt. Weißt du, dass ich auch noch lieb? Du mir eigentlich gerade, ja. Was kann das? Da geht's. Na, 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 na. Wenn du das schon für gefährlich hältst, ja? Dann wart mal ab. Hast du irgendwie. Du hast doch einen Zug. Ich verstehe das gerade nicht. Was? Egal. Was verstehst du nicht? Ihr passt schon. Das ist ein. Du hast doch was gegen alle. What the fuck? What the fuck? 3000. So, vielen Dank fürs Zusehen. Warum kann der. Warum? Tja, das war's. Ich habe Effekt wahrscheinlich einfach nur benutzt, um den Effekt zu haben und den als einfach, nämlich ein Lichtmast auf dem Friedhof hatte.
Ja, GG. Warte, müssen wir noch schreiben. So, willst du noch eins? Nee. Schade. Ich muss dann mal mein Deck überarbeiten. Okay, bis dann zum nächsten Mal, würde ich mal sagen. Aber da kommt auf jeden Fall noch ein Rematch auf dich zu. Alles klar. Damit verabschieden wir uns. Yo, haut rein. Und gib der Folge bitte einen Daumen nach oben. Allein für ihn. Nein. Die Folge werde ich mir ansehen und disliken. Nee. Ich glaube, du bist manchmal meine Hand. Du wirst sagen, die hat einfach einen Scheißhand. Du wirst dann an den Kommentaren lesen können. Okay, also haut rein. Ciao. Ciao.